So Leute, ihr seht, ich bin hier bei mir im Local Game Store, was einfach daran liegt, dass ich absolut keine Zeit hatte, daheim irgendwas zu filmen. Deswegen das Video kommt jetzt auch schon wieder gefühlt eine Woche zu spät. Das tut mir leid, aber dadurch halten wir wenigstens die 30 Tagen ein, die ich so ungefähr zwischen den Videos machen möchte. Ja, was gibt's Neues? Ihr habt es gesehen, ich habe das letzte Video jetzt hochgeladen für den ersten Teil der Serie, wenn es um Hüllen ging, Double Sleeving, Triple Sleeving, welche Marken haben die besten Sachen? Das habe ich jetzt als erstes hochgeladen. Der erste Part, mal gucken, was dabei noch rumkommt. Es gibt ja noch einige Marken, die ich nicht irgendwie gemacht habe. Und da werde ich mal gucken, dass ich die vielleicht noch irgendwie ja, gemacht bekomme. Sonst gibt es nicht so viel Neues. Es kamen zwei relativ coole Deck-Tags. Also das eine kam jetzt vor gestern, ich glaube gestern. Beide UB, also wirklich mit Ninjas und mit Death Shadow. Einfach zwei wunderschöne Decks. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, guckt euch die auf jeden Fall an. Die sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Weil auch die Decks ziemlich, ziemlich cool sind und ziemlich unique. Von den Openings her, ich werde aktuell ein bisschen nostalgischer, also ein bisschen älter. Gefällt anscheinend auch vielen. Ich werde das nicht dauerhaft halten können, das weiß ich. Aber ich werde jetzt die Tage nochmal versuchen, noch ein bisschen was Altes zu finden und noch ein bisschen was Altes hochzuladen. Kann natürlich sein, dass jetzt noch ein paar neue Sachen dazwischen rutschen und dann erst später ein komplett altes Zeug kommt, aber ich gebe mir Mühe. Mir ist natürlich bewusst, dass die Leute gerne altes Zeug sehen. Ich hoffe, den Leuten ist bewusst, dass altes Zeug nun mal auch teuer ist und schwierig dran zu kommen. Deshalb muss ich mal gucken, was so in diesem Monat jetzt noch so vor uns liegt. Ich habe bisher jetzt noch nicht wirklich viel damit gemacht, auch nicht viel vorgeplant. Ich weiß nicht mal, welche Gameplays, ich weiß nicht mal, welche Decktags, ich weiß nicht mal, welche Openings, Booster sowieso nicht. Dementsprechend mal gucken, was das alles so geben wird. Und ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr diesen Kanal hier natürlich gerne abonnieren. Das ist kostenlos und das unterstützt mich. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr das Video mögt, könnt ihr Likes da lassen. Ich probiere das jetzt mal in die Mitte zu setzen. Vielleicht funktioniert das ja. Ansonsten kommen wir zu dem Part, den, glaube ich, die meisten haben wollten. Wir haben hier einmal Glückwunsch dafür und zum neuen Gewinnspiel. Ich kann das jetzt hier gerade mal nur einblenden, weil ich habe es nicht mit im Laden. Es ist tatsächlich dieses Mal wieder ein Packen Hüllen. Aber ich habe mir gedacht, Packen Hüllen ist langweilig alleine. Wir machen nochmal ein Doppelgewinnspiel und zwar Packen Hüllen und ein Mystery Booster. Wie immer, es geht an zwei Personen raus. Diese zwei Personen müssen abonniert haben. Und am besten einen Kommentar geschrieben haben, weil ansonsten wäre es seltsam, dass der Algorithmus euch da raussucht. Zu den Kommentaren für mich, um am Gewinnspiel teilzunehmen, weil wir auch jetzt mit älteren Karten und so weiter reden. Was ist denn die älteste Karte, die ihr so besitzt? Was ist denn so, seid ihr halt eher so im Standard und habt sehr wenig alte Karten? Es muss jetzt nicht unbedingt der Black Lotus aus Alpha sein, den ihr mir anpreist, aber es kann natürlich auch sein, dass neuere Leute neuere Karten besitzen oder eben nur Standard spielen und deshalb nur neue Karten besitzen. Aber es wird mich mal interessieren, was ist denn so die älteste Karte, die ihr besitzt? Aus allen Kommentaren werden zwei Abonnenten rausgesucht, die dann eben jeweils einmal Packen Hüllen und der andere einmal das Mystery Booster bekommt. Ansonsten bin ich aktuell noch im Gespräch mit ein, zwei größeren Aktionen, die ich vorhabe. Die dauern halt ewig und ich hoffe, dass ich die teilweise sogar bis Anfang nächsten Jahres erstmal anfangen kann. Dementsprechend kommt hier noch echt, echt großes Zeug und ich bin da mal echt drauf gespannt. Ich hoffe, dieser Monat wird ein bisschen ruhiger als der letzte. Der letzte war echt teilweise panisch viel, wo dann Leute teilweise gesagt haben: Blacky, du machst gerade sechs Videos die Woche, wo ich gesagt habe: Oh. Das ist mir nicht aufgefallen. Das wird diesen Monat ein bisschen weniger sein. Ich werde dann ein bisschen zurückrudern. Es wird eher so in die 4 bis 5 Videos pro Woche gehen, was immer noch eine ganze Menge ist. Also wenn ich mir andere YouTuber anschaue, da bin ich da schon ganz gut dabei. Plus ich bin aktuell am Überlegen, das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, einfach mal zu sehen, ob es euch interessiert oder nicht. Oder ob Leute bis hierhin überhaupt das Video geguckt haben. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ob ich mal wirklich in dieses ganze Reserved List Stuff Financing ein bisschen reingehe. Aus dem Grund heraus, dass ich da relativ viel nebenbei noch mache und auch wirklich viel mit Spaß habe oder so. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Und ich habe da schon einigen Leuten erklärt, wie man so die Grundsätze hat, was man so machen kann, wie ich das persönlich mache und wie ich damit handle, beziehungsweise eben an- und verkaufe. Mehr ankaufe als verkaufe, aber das ist eine andere Geschichte. Die Frage ist, ob meine Abonnenten das interessieren würde oder ob ihr sagt: Nee, pff, Vintage Stuff ist mir eh egal und was du gerade mit deinen Finanzen machst, ist mir auch total egal. Mach lieber mehr Gameplays. Kann ich euch sagen, ich habe keine Zeit für mehr Gameplays, aber ich gebe mir Mühe.
Ja, zu den anderen Projekten kommen wir, glaube ich, diesen Monat nicht mehr, aber das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was ich Mitte des Monats auf jeden Fall noch einschieben könnte, wenn ihr da Interesse dran hättet. Gerade aktuell ist ja die Reserved-List ein ziemlich heißes Thema und dort könnte ich auch erklären, warum aktuell die Reserved-List eben am Steigen ist, weil das hat ganz rationale Gründe. Ansonsten war es das für diesen News-Teil, für diesen Monatsteil. Nochmal Glückwunsch an die Gewinner. Ich habe immer noch vom letzten Gewinnspiel einen Gewinn da. Also wenn derjenige sich melden, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr schon letzten Monat gewonnen habt oder nicht, guckt euch nochmal das alte Video an und guckt mal, ob ihr da drin steht, weil ich habe immer noch das Booster hier rumliegen. Wenn das niemand haben will, dann ist das halt so, aber okay. Und auch wie immer kurz vor Ende nochmal danke, 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 danke. Ich danke euch allen so sehr dafür, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos schaut, die ganzen Nachrichten, die Kommentare, die ich bekomme, diese ganzen auch die Likes und alles. Es ist wunderschön aktuell. Es macht mega viel Spaß und anscheinend euch ja auch. Und das macht mir natürlich noch mal ein bisschen mehr Spaß. Und dementsprechend noch mal danke, danke, danke dafür. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.